Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Stefan und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie AutoCAD installieren können. Im Einzelnen geht es um die Bereiche Anmeldung im Autodesk-Account, anschließend das AutoCAD herunterladen und installieren. Wenn Sie das AutoCAD installieren möchten, benötigen Sie erst einmal eine Anmeldung im Autodesk-Account. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse, die im Vertrag hinterlegt ist, eingeben und ein von Ihnen definiertes Kennwort hinterlegen. Auf der ersten Seite im Account können Sie beispielsweise Ihr Kennwort ändern oder auch die Sprache umstellen. Über die Schaltfläche Produkte und Downloads verwalten gelangen Sie auf die Startseite. Hier können Sie beispielsweise die Laufzeit Ihrer Verträge nachschauen. Bei Netzwerklizenzen können Sie den einzelnen Benutzer verwalten und Sie können nach Updates für Ihre installierten Produkte suchen. Über den Bereich Alle Produkte und Services wechseln Sie in Ihren eigenen Bereich mit Ihren eigenen Produkten. In meinem Fall sehen Sie hier eine AEC Collection, die in meinem Vertrag hinterlegt ist. Sie können hier sehen, dass es sich um eine Single-Lizenz handelt und dass diese Lizenz am 7. Mai 2021 abläuft. In einer AEC Collection befinden sich viele Einzelprodukte, unter anderem Advanced Steel, AutoCAD, AutoCAD Architecture oder auch Revit. Es empfiehlt sich, nicht alle Produkte zu installieren, sondern nur die Produkte, die Sie auch verwenden wollen, damit Sie Ihren Rechner nicht unnötig belasten. Sie können aber jederzeit in den Account zurück und weitere Produkte nachinstallieren. Wenn Sie sich beispielsweise für AutoCAD entschieden haben, können Sie als erstes sagen, welche Version Sie installieren möchten. In diesem Fall können Sie die Version 2018 bis 2021 auswählen und anschließend zum Beispiel sogar noch die Sprache umstellen und bei der Installation dann auswählen, ob Sie direkt installieren möchten oder das Produkt erst herunterladen wollen und dann installieren wollen. Ich habe mich in diesem Fall für den Download Manager entschieden. Das ist ein Programm, was mich durch die Installation führt. Und wenn ich anschließend auf die Schaltfläche Installieren klicke, werde ich noch nach den Lizenzbedingungen gefragt. Die akzeptiere ich natürlich und komme kurz vor der Installation noch auf die Variante, dass ich noch Zusatzkomponenten anhaken kann. In diesem Fall würde ich Ihnen hier empfehlen, die Express-Tools mit anzuhaken. Da gibt es nützliche kleine Tools, die Sie in Ihrem täglichen Arbeiten verwenden können. Nach erfolgreicher Installation können Sie dann Ihr AutoCAD das erste Mal starten. Und Sie werden einmalig noch nach Ihrer E-Mail-Adresse und nach Ihrem Kennwort aus dem Account gefragt. Wenn Sie sich da noch einmal angemeldet haben, startet Ihr AutoCAD durch mit der Standardoberfläche, die Sie dann nach Ihren Wünschen beispielsweise auch noch so gestalten können. In einem weiteren Video zeige ich Ihnen, wie Sie beispielsweise SchuCAD Next oder Athena SE oder SCAD herunterladen und installieren können und wie das Ganze dann mit dem AutoCAD beispielsweise verknüpft wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Video wieder.